Jodie, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfallen. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Weiterfahren! Jodie, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tue es. Was denkst du dir? Du verstehst das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Verzeihung, Miss. Sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Los, ich bin bereit. Noch nicht. Das ist ein Albtraum. Alles keinen Sinn. Ich muss wieder aufwachen. Was macht sie denn hier? Es wird alles wieder. Was ist denn an dem passiert? Sie fragen ihn an etwas. Er muss sofort in ein Krankenhaus. Los, auf der Stelle! Wir müssen zurück! Das ist unmöglich. Dorian ist doch zurück! Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jodie, die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss.
hin! Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? Potente Konzentration von Energie. Die verwenden wir zum Öffnen eines Steppers. Thank you.
es nicht mehr. Okay, ruhig bleiben. Bist du hier, kleines Miststück? Professor Dawkins. Sie sind Fenster. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Aber er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Glaubst du dir? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten. Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Stirb, du Miststück!
bleib bei mir, okay? Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Oh.
Irgendwas passiert da. Der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Zur Konsole. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Ah!
reden? Aiden, bist du da? Jody, ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein.